Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sporfield. Na, wie geht's? Haben uns alle wieder beruhigt? Nach der letzten Folge? Ja, ich jedenfalls ja. Und weißt du was? Lass uns doch jetzt mit frischer Energie einfach mal wieder an die Meisterschlösser rangehen. Ja, einfach ganz entspannt. Ah, puh, das könnte da... Ah, das ist... Ah, puh. Ah, schwierig. Das ist natürlich... wow. Ich deaktiviere mal den Alarm. Ja. Okay, ist deaktiviert. Okay, ja. Geschützsteuerung. Geschütz aktiviert. Ich mach mal aktualisieren. So. Haben wir gemacht. Freund-Feind-Erkennung einstellen. So, aktuellen Nutzer schützen. Finde ich sehr schützen. Finde ich gut. Robotersteuerung. Sind da überhaupt noch welche? Einheiten aktivieren. Ich mache jetzt mal das hier. So. Und dann fertig. Haben wir das. Sehr gut. Dann würde ich hier auch nochmal direkt... Ich glaube, das ist gleich in grün, ne? So... Ah ja, diese Meisterschlösser sind schon... Die sind schon hart. So, Alarmsteuerung, Robotersteuerung. Ich glaube, das ist gleich in grün. Nehme ich mal an. So. Aber die Tür ist halt immer noch zu. Das ist nicht so gut. Boah, bin ich froh, dass ich das jetzt gemacht habe. Oh, bin ich froh, dass ich das jetzt gemacht habe. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich einfach bin. Dass, ich habe das Gefühl, ich habe noch irgendwas vergessen. Weil man liegt noch was. Dreadstick. Weil die Dinger immer noch zu sind. Oder wir können die da gar nicht öffnen. Aber dann müssten wir hier... Weil wir waren hier eh schon mal... Emergency. Aber hier können wir auch nichts machen, ne? Ich meine, wir haben hier schon alles abgesucht, wir haben hier schon alles getan. Wir müssen an diese Station, aber da kommen wir gerade nicht ran. Ha. Okay. Ich, Ja, Schadgas. Dann gehe ich wieder rüber. Die Abregung, überbrücke die Abregung des Beschleunigerbereichs. Ja, gerne. Hey, Robi. Das hier macht es nicht, ne? Das ist Alarmsteuerung. Da kann ich hier das gleiche machen wie drüben. Deaktiviert, ja. Geschützsteuerung ist angepasst. Oder? Warte mal. Als Bedrohung? Nee, das mache ich mal, lass ich mal. Ist aktuell Nutzerschützen, Robotersteuerung ist, hier, aktuell Nutzerschützen. Eigentlich. Okay, habe ich was übersehen, wie ich die Türen aufkriege? Also, wir sind schon mal hier drin. Ich muss aber wieder hier raus. Hab ich übersehen, wie ich da rüberkomme? Beschleunigerkontrolle. Dann hier dran. Okay. So rum. Okay. Dann sind wir also so rumgegangen jetzt. Okay. Ist ein bisschen verwirrend. Ein bisschen. Und dann haben wir wieder... Die sind diesmal aber nicht abgesperrt. Okay, Gott sei Dank. Und jetzt überbrücken Beschleunigerbereich. Erreiche das Labor. Heilige Scheiße. So. Von hier kommen wir. Oder kamen wir? Ich weiß inzwischen gar nicht mehr. Ich bin aber nur noch verwirrt. Erreiche das Labor. So. Ich bin einfach nur noch verwirrt. Wie wir da hinkommen, weiß ich aber auch nicht. Accelerator Robotics. Setzen Sie die Türen hier auf. Jetzt kann ich hier hinten raus.
Ah ja, deswegen. deswegen. Es ist doch ein bisschen verwirrend mit den beiden Universen, muss ich zugeben. Und wir sind dann hier einfach hier hoch. Ja, alles klar, das wird, das erklärt's. Okay. Dann müssen wir trotzdem irgendwie da unten durch, ne? Die Tür sollte aber offen sein. So, werden wir wieder angegriffen. So, bevor ich rüber wechsle, schaue ich mich so mal um. Okay, hier ist nicht viel zum Umschauen. Okay, wir wechseln gleich rüber. Das nehme ich noch mit, das nehme ich noch mit, weil wir müssen. Leider ist das sehr wichtig fürs Gameplay, dass wir die ganzen Sachen hier mitnehmen. Sonst kann das Spiel nicht funktionieren. Das ist ganz tragisch. Dann hier noch einmal. Oh nein! Oh, eine... Was mache ich nur? Bin ich froh, dass ich das reingeballert habe. Boah. Die Schlösser waren nicht mehr zum Aushalten. Ich sag's, wie es ist. Die waren nicht mehr zum Aushalten. So, und siehst du, ich krieg das ganze Gift aus meinem System. Nach und nach. Letzte Folge schon, jetzt auch. Okay, da geht's nicht lang. Wir müssen also hier rum. Ja. Vertrauenserweckend hier. Es bleibt bestimmt nicht bei Level 1. Okay. Beruhig dich mal. Hey, diese ganzen Pilze hier über. Ist einfach. Oh, ist das widerlich alles hier. Ich will gar nicht wissen, wie es hier riecht, ne? Bin ich froh, dass ich nicht selber da sein muss. Und zum Glück sind die immer vor einem. Zum Glück spawnen die nicht hinter einem. Hier? Ah, okay, hier geht's nach oben. Okay, okay. Ja, das habe ich zwar nicht gelootet, ist aber egal. Und hier einmal, wie praktisch, dass hier der Wechsel ist. Diese Verzerrungen sind schon sehr... sehr gut positioniert. Das muss einfach Schicksal sein. Cool wäre auch, wenn man immer wechseln könnte, ne? Einfach auf Knopfdruck zwischen den Realitäten wechseln wäre irgendwie auch cool. Aber ich weiß nicht, ob die das dann so hätten machen können, wie sie es hier gemacht haben. So, habe ich alles mitgenommen? Storage. Natürlich. Ich wechsle mal rüber. Mal gucken, wo wir landen. Wir werden schon irgendwo... Ach, wir sind wieder... Okay, wir sind wieder hier. Na, kommst du wieder raus? Können die unter der Erde auch die Treppe hochgehen quasi? Naja, ich lass ihn mal. Der wird schon wissen, was er macht. Okay, da werden wir wieder. Erreiche das Labor. Ja, das würde ich gerne.
Wenn ich nur wüsste, wie ich da hinkomme jetzt. Hier nochmal einen, ne? Hier nochmal so einen Zwischenstopp machen. Genau, hier rein. Dann hier rein. Den hatten wir schon da. Nee. Was ist denn das? Frech. Eier, Essenspack. Okay. Dann einmal ganz kurz hier, wo war die? Da. Einmal hier in die Verzerrung rein. So, eine ist noch am Rumexistieren. Würde ich gerne noch aus der Existenz treten. So. Lecker. Radioaktive Flüssigkeit. Kann ich hier nicht den Hebel? Ich meine, da ist ein großer Hebel mit Verbot dran. Den muss ich ziehen. Okay. So, was hat denn hier gebrannt eigentlich gerade? Emergency. Das sieht doch sehr gut aus. Ich glaube, wir schaffen's. Ich glaube, ich habe einen Part irgendwie ausgelassen, aber ich kann, glaube ich, ganz gut damit leben. Bin sehr froh, wenn wir durch das Labyrinth einmal durch sind. Okay. Überbrücke die Abriegelung. Ja, klar. Ich mache nichts anderes. So. Plopp. Dann einmal hier. Was? Der ist gar nicht meisterlich abgeschlossen? Das beleidigt mich ja beinahe schon. So. Ja. Bitte sag, dass die Odyssee endlich vorbei ist. Langsam ist aber auch, okay, warte mal. Habe ich noch was? Lagerraumcomputer. Sicherheitscomputer. Entsperren Experte. Oh. Mal gucken, ob ich an die... Kann ich jetzt nicht eigentlich, auch, warte mal. Okay. Gut, automatischer Platz müssen wir nicht unbedingt wählen. Das ist schon okay. So, Robotersteuerung, Freund-Feind-Erkennung. Einstellen, so. Geschützgesteuerung, so. Freund-Feind-Erkennung, Erkennung, einstellen. So, Alarmsteuerung, deaktivieren. So. Haben wir's. Das gehen wir nicht auf, okay. Hier haben wir schon. Rest haben wir, glaube ich, auch. Eventuell, könnte sein. Ich hoffe. So. Cool, 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 cool. Nahrungskit. Hier können wir da rüber wechseln. Control Room. Sprich mit Barrett, das werde ich mal vermeiden. Geschütz MK3. Ich glaube, wir müssen nach oben, kann das sein? Ich könnte aber hier nochmal gucken. Okay, ich brauche hier nicht gucken. Ich habe hier schon geguckt. Ich verstehe. Okay. Kann ich wieder zurück? Ich will nicht mehr. Es war anfangs sehr cool, aber ich will nicht mehr. Ich gehe hier wieder zurück. Ich hoffe, das ist noch richtig. So. Access Tunnel. Erreiche das Labor. Ja. Ja, du, ja. Nichts würde ich lieber machen als... Oh,
das? Ich glaube, ich muss nochmal rüber, ne? Ich glaube, wir müssen nochmal rüber in, doch in die Gedingse-Welt. Control Room, da können wir eh nichts erreichen. Erreiche das Labor. So, warte. Das hört sich an, als würde hier überall was auf mich zukommen. Toxin. Oh. Drucktank. Vielen Dank. Braucht man nicht für irgendwas, für Bio-Dingens zum Erforschen? Ich glaube ja, ne? So. Hier waren wir ja schon. Also ich gehe gerade wieder zurück. Ich hoffe halt nur, dass es richtig ist. Ich bin ehrlich, ich weiß es aber nicht. Warte. So. Bin ich jetzt weiter davon entfernt oder bin ich näher dran? 54, erreiche das Labor. Ich, bin ich wieder... Ich bin wieder genau hier gelandet! Mann! Okay, kann ich da oben durch die Sicherheitstüren, indem ich hier... Vielleicht ja so. Sonst ich weine gleich. Okay, das sieht sehr gut aus. Oh, ich glaube, wir sind gleich da. Deaktiviere die Sperrschalter oder wechsle das Universum. Oh. Ich hatte gerade was anderes vor. Ich dachte, wir sind hier oben safe und ich kann von hier oben schön ein bisschen rumballern. Nutzt die Gelegenheit einfach mal dafür, ne? Einer ist da noch irgendwo. Läuft da irgendwo rum? Hä? Aber ich sehe ihn nicht. Ist er da? Der ist es nicht, jetzt ist er da. Ah. So. Noch einer. Da hinten. Dann so. Okay, ich würde sagen, wir wechseln gleich das Universum, ne? Hier ist Sperrschalter Nummer 5. Okay. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Wir probieren beides aus. Ich speichere gleich. Ich speichere gleich und dann machen wir erstmal das hier. Und dann die andere Welt. Nachdem ich hier natürlich alles gelootet habe. Zum Beispiel hier. So. Erstmal gelootet werden beide Welten, das ist klar. Wenn es Multiversen gibt, werden auch die abgelootet. So, Sperrschalter Nummer 7, das können wir gleich machen alles.
Sperrschalter. Einfach mal reinlaufen. So, vielen Dank. Das haben wir, das haben wir. Warte, hier, oh. Noch gar nicht alles gelootet. So, danke. Halt, danke schön. So, nämlich. Ich glaube, das wäre es gewesen. Dann würde ich jetzt ein Safe-Game anlegen und dann machen wir mal die Sperrschalter. Halte ich für eine vortreffliche Idee. So, ich mache mal ein richtiges Safe-Game hier. Wupp. So. Umgelegt. Ah. Ach, das ist Barrett da hinten. Ja, gut, den. Pff. So, hier ist nichts mehr. So. Da unten noch irgendwie. Wie komme ich da hin? Keine Ahnung, aber dann hier. Kann man denn so viele Sperrschalter haben? So. Ich kann, glaube ich, gleich noch ein Safe-Game anlegen. Okay. Die anderen Sperrschalter. Wir sind zwar noch zwei, die beiden hier. 6 von 7. Okay, pass auf. Ich lege ein weiteres Safe-Game an. Speichern. Und jetzt mal gucken, was passiert. Schalte die Sonde ab. Jetzt mal gucken. Dann sind alle tot, außer Raphael. Abschaltung. Mal gucken, was passiert. Wir haben ja gespeichert. Nehmen wir beides mit. Nimm das Artefakt. Was für eine schöne Realität hier einfach. Sprich mit Raphael. Der ist da drüben. Ich komme jetzt bestimmt hier unten raus, ne? War hier nicht irgendwo eine Tür? Hier, genau, die meine ich. Emergency. Kann ich alles stehen lassen? Ich behalte die Realität eh nicht. Aber gut zu wissen, was uns da erwartet. Mal gucken, ob der jetzt sagt, oh fuck, was? Nein, warum hast du das getan? So. Will den nur mal gucken. Durch den pristine Fahrstuhl. Hier auch wieder. Oh, ist das schön hier. Mm, man denkt an uns. Hey, Raphael. Du bist zurück. Ja. Ich war mir nicht sicher, ob du noch lebst oder ob du zu mir zurückkommen würdest. Ich bin dir dankbar, aber wieso bist du nicht in dem anderen Universum geblieben? Du hast mich mehr gebraucht als sie. Keine Ahnung, ja, ist doch egal. Ja, du hast mich mehr gebraucht als die. Ich... Ja. Ja, das tue ich. Es ist nicht viel, aber hier sind ein paar Dinge, die du vielleicht brauchen kannst. Du kannst auch alles andere, was du findest, gerne mitnehmen. Niemand wird es vermissen. Hab ich schon. Und ich schulde dir was. Wenn du mal einen Ingenieur brauchst, melde dich. Jetzt lass uns von hier abhauen. So, verwickelt. Geheimnisse der Erde, was? Okay. Jetzt gehe ich nochmal raus. Und jetzt mal gucken, wie es draußen aussieht. Bitte Barrett nicht zuquatschen, wir haben keine Zeit dafür.
Ob die immer angreifen oder nur, weil wir uns jetzt so entschieden haben. Guck mal, von außen... Von außen sieht es immer noch gleich aus, ne? Aber von innen haben wir jetzt immer Matschepampe. Wieso mache ich das eigentlich? Wenn ich jetzt wieder reingehe, ist Kacke. So. Sag mir nicht, Raphael bleibt jetzt hier. Ja. Uff. Das bleibt jetzt einfach so. Ja, das ist, ja, nee. Bin ganz ehrlich. Irgendwie nicht so. Tja, tschüss Raphael, mach's gut, ne? Danke für die 15.000 Credits, aber die können wir nicht übernehmen, leider. Wo hat der überhaupt her? Der hat doch schon auch schon alles zusammengelootet hier. Der Mann ist stinkreich. So. Das ist nicht das Safecam, das ich wollte. Hat er 3 Safecams gemacht seitdem? Junge, Junge, Junge. So, warte mal, ich glaube, das müsste es gewesen sein. Ich dachte gerade schon. So. Ja, nö, ja, nö, dü, nö, dü. 6 Schalter sollen sein. Ciao. Oha. Junge, Junge, Junge. Moment, wo ist es denn? Noch eins. Meine Fresse. Noch jemand. Boah. Reicht aber langsam. Sogar noch einige mehr, wie ich gerade sehe. Ja, 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 ja. Sag jetzt nichts. Okay. So, 3 haben wir noch. Irgendwo. Aber ich weiß nicht, sind das Selbstschuss? Ah, okay, das ist halt hier. Hopp. Oh, das geht auch? Als ob. Hopp. Hä, das ist ja geschenkt. Okay, die ist schon. Das ist auch schon broken, glaube ich. Aber irgendwas muss ich noch, ne? Okay, pass auf. Es ist sehr laut hier gerade. Entschuldigung, es ist sehr, sehr laut. Schon, habe ich schon gelootet? Alles? Alles schon gelootet, okay. So, hey. Oh, das ist Raphael. Oh, shit. Der hat gar keine 15.000 Credits. Hä? Da sind die. Okay, Raphael Aguero. Ich wünsche, ich hätte ihn einfach mitnehmen können. Das wäre mir am liebsten gewesen. Ich hätte ihn einfach aus der anderen Realität hier rüber retten können. So, oh, das wird schwer. So. So.
Hirnix. Wo waren die beiden anderen? Waren die hier drauf? Jo. So, schnell mal durchlooten. Man weiß ja nie. Und dann nochmal. Da unten. Stimmt, wir müssen nach unten nochmal. Dazu müssen wir hier rüber. Warte mal. Den haben wir schon. Ah. War kurz verwirrt, warum das zweimal geht. So, mehr gibt's hier nicht. Sag mal schon. Okay. Ha, gut. Bleibt noch der letzte Schalter. Und dann haben wir's. Ah ja. Das müssen wir auch noch. Tut mir leid, Raphael. Er hätte sie retten können, aber er hat es nicht getan. Was ist denn noch her? Na? Oh, oh shit. Wow. Okay. Deaktiviere die Sperrschalter? Hä? Aber das... 4 von 7? Aber habe ich doch... 3 von 7? Hä? Was? 4 von 7? Was? Mission aktualisiert... Was? Hä? 5 von 7? Was macht der da oben? 6 von 7? Okay, ja. Sieben von sieben? Schalte die Sonde ab? Was ist denn mit dem? Hä? Sonde ist abgeschaltet? Ich nehme mal das Ding hier. Ganz suspekt. So, das war richtig tiefgehend. Okay. Sicherheitsvorfall behoben. Die Sicherheitsabriegelung wurde beendet. Gut. Das habe ich wohl übersehen. In meiner, naja, eilig hatte ich es dann nicht gerade, aber... So, jetzt aber bloß raus hier. Oh, Gott sei Dank. So, vielen Dank. Das habe ich mir alles verdient. Das auch. Dankeschön dafür. Junge, 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 bloß raus hier. Hab das Gefühl, wir sind jetzt irgendwie woanders. Okay. So, Einsteiger. Das kriegen wir gut hin. So. Der Rechner die ganze Zeit am Schnaufen unten. Okay, dann, weißt du was, einfach rein da, raus da. Und dann haben wir es geschafft. Oh, Nishina. Nie wieder Nishina. Hey. Ach, da bist du ja. Willkommen zurück. Ja. Ethan, wie sieht's aus? Forschungsebene wieder in Betrieb. Es gibt einige Schäden, aber es könnte schlimmer sein. Wir müssen ein paar Roboter ersetzen. Entschuldigung. Naja, alles in allem ist das ein kleiner Preis. Das ist viel zu verarbeiten. Artefakte, Paralleluniversen. Ah. Sieh's positiv. Stell dir die Abhandlungen vor, die du veröffentlichen wirst. Falls uns jemand glaubt. Aber ich bin neugierig. Warum hast du beschlossen, bei uns zu bleiben? Spock. Ja. Raphael starb, um euch zu retten. Das wollte ich ehren.
Ja. Aber ich bin ganz ehrlich, ja, das wollte ich ehren, das war es nicht. Ihr konntet mir was bieten, nicht. Nee, in dem anderen Universum wart ihr alle tot, das hier war das bessere. Das war das bessere Ergebnis, also das hier. Nicht das andere Universum, oder? Sondern das hier. Möglich. Trotzdem muss der Entschluss schwer gefallen sein. Ich habe beides gemacht. Das nächste Versorgungsschiff kommt bald. Sie erhalten einen vollständigen Bericht von mir. Für den Moment möchte ich dir unseren Dank aussprechen und dich für alles entschädigen, was wir dir zugemutet haben. Danke. Das war eine wirklich bemerkenswerte Erfahrung. Nishina-Anzug, Nishina-Helm. Okay, da gucke ich gleich mal. 19.300 Credits. Raphael hat mir nur 15.000 gegeben, der Geizhals. Gut, dass er tot ist. Hochwertig Anzug, Constellation hinzugefügt. Okay. Geheimnisse der Erde. Warte, warte, jetzt muss ich mal ganz kurz eben nochmal schnell ins Inventar. So, begib dich. Ich begib mich erstmal nirgendwo hin. Ich guck erstmal kurz. Wow, der ist gut. Der ist besser als unser Mantis-Helm. Korrosionsverstärkung von 100 bis zu 100. Okay, ich bin ganz ehrlich. Die Resistenz bei dem ist ganz nice. Unten. Taumeln ist auch wieder dabei. Analysator plus 10% Schaden im bereits gescannten Zielen. Das ist mir ziemlich egal. Aber ich guck mal kurz, der Anzug. Wo haben wir den denn? Wir haben gerade den Entdeckeranzug an und hier Nishina. Der ist nochmal, oh, der ist nochmal krasser. Autoheilung. Benutze automatisch ein Medipack, wenn du getroffen wirst und deine Gesundheit unter 25% sinkt. Oh. Brand. Sehr gerne. Gegner in der Nähe in Brand zu setzen. Okay, wir sehen aber auch sehr klumpig aus dadurch. Nishina Rucksack gibt's nicht, ne? Nein. Okay. Okay, okay, okay. Wo ist eigentlich unsere Graviplas offen? Nee, 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 nee. Wo ist denn hier? Hier. So, bitteschön. Ich sehe aus wie ein Klumpen inzwischen. So. Was für ein schöner Tag. Was für ein herrlicher Tag, der jetzt zu Ende geht. Was für ein... Achso, da habe ich schon... Den habe ich schon ausgeräubert. Ich sage nochmal kurz Tschüss. Ich finde, das gehört sich so. Hey. Kein unerklärliches Verschwinden in letzter Zeit? Nein. Gut. Ja. Ist alles wieder normal? Es wird. Wir versuchen noch, uns mit dem Kontrollsystem der Forschungsebene zu verbinden. Vieles ist einfach durchgebrannt. Die Techniker werden wohl eine Zeit lang erstmal Roboter reparieren. Ja, naja. Gibt ja auch kein Artefakt mehr zum Untersuchen, ne? Ciao. So. Ja, ich glaube, das war's für uns. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch mal ein paar Gespräche führe, aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich genauso wenig das Leiden. So. Ich will noch mal kurz rausgehen und gucken, ob da auch drei von den Viechern aus dem Boden stampfen oder ob das nur in der Anderswelt war. Keine Viecher. Und sonst sieht alles ruhig und gut aus. Hier ist dieses komische Feld, was die haben, noch aufrecht. Ah. Sehr, sehr gut. Das war das Nishina-Erlebnis. Bin ganz ehrlich, war bisher, bis auf die Truhen, bisher war es meine Lieblingsquest. Ich war zwischendurch einfach hoffnungslos verloren. Man verläuft sich da sehr, sehr schnell. Aber ich muss sagen, war bisher absolut mein Favorite. Auch mit dem Opener, wie wir rüber geswitcht sind plötzlich und so. Das war schon sehr, sehr cool. Und auch, dass wir zwischen den Welten wechseln konnten, sehr geil gemacht. Also das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich wünschte, es gäbe mehr davon. Das wäre schön. Ja. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Wir müssen natürlich auch weiter. Das Universum ist groß. Wir werden andernorts gebraucht. Andere Menschen brauchen unsere Hilfe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.